So, bin ich wieder da. Gefällt mir. Mann, 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 Mann. Ach ja, was für ein Tag. Ist, glaube ich, Sommerzeit eingestellt hier, die Zeit. So. Also die Zeit ist richtig, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Datum überhaupt da oben stimmt, die Zeit. Keine Ahnung. Habe ich nie drauf geachtet, ich glaube nicht, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht, egal. Mir ist erst aufgefallen, dass da oben eine Uhr ist. Ich glaube, es ist so eine Fake-Uhr oder so. Oder? Oh, ich habe keine Ahnung, Leute. Egal. Aufgekackt. Hupen wir hier, wir machen 5 Kilometer vor uns. Jawohl. Also wie gesagt, zurück zum Thema, war ich nicht und ja, bei Gangs und so, also jetzt in Squad. Jetzt 300.000 schon. Und ja, top. Top, top, top. Perfekto. Perfekto. So gefällt mir das. Schön alles, ganz entspannt hier. Bäm, 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 bäm. Hui. Hütchen weggeruppt. Alter, voll viele. Die Farm läuft richtig gut und so. Wir müssen wieder schön einkaufen, fett. Aber erstmal müssen wir das sparen. Ob das nun zeitlich, also am besten wäre es ja so, gleichzeitig Truck machen, aber das geht halt nicht. Ich kann halt nicht die Farm machen und Truck. Müsste ich halt das so machen. Wenn ich beginne mit der Aufnahme, dass ich die Dinger anpflanze und dann in der nächsten Zeit, also müsste ich halt so machen. Ja, muss man ein bisschen gucken, wie man das machen. Am besten ist zweischienig fahren, aber das Ding ist, das dauert immer so lange. Ja. Das ist schon hart eigentlich, Leute. Das ist schon richtig hart. Oh, Alter. Ja. Alter. Ich fahre wieder wie bekloppt. Alter. Mann, Mann, Mann. Also der Motorradfahrer, der parkt so gefährlich. Also ich würde mich, weil ich weiß, viele passen nicht auf, ich würde mich hier irgendwo am Rand stellen, wenn ich Motorrad fahren würde. Aber ich würde mir nie ein Motorrad kaufen, weil das ist. Du bist sofort tot. Hol dir davon an, hier. Hier. Ist so gefährlich. Ich war der Polizei. Oh. Ich glaube ja. Ja. Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Ist das Polizei? Ja. Oh, 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 oh. Ups. Hoppala. Entschuldigung. Wo fahren die jetzt hin? Wo sind die hin? Wir sind so vorbeigefahren. Ich weiß nicht. Upsi. Hier haben wir schon weggemacht. Hier haben wir wirklich schön gedreht. So muss das sein. Ja. Ich schreibe hier gerade, mache ich. Okay. Ja. So. Ah, wie die Cops. Junge, was ist los mit dem? Ich hätte sie wegfahren, ich hätte sie wegknallen sollen, einfach so hinten rein. Bäm. So schön hinten rein ins Auto. Guck mal hier, da steht ein Auto, Alter. Ich stehe da nicht mehr drin. Was ist denn hier? Und jetzt? Wo lang? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hä? Wo muss ich jetzt lang? Bin ich jetzt fertig? Ich habe keine Ahnung, Leute. Warte mal, wir fahren mal rein. Hä? Ist aber komisch. Und jetzt? Hä?
muss ich schon was machen. Habe ich jetzt fertig gearbeitet? Gibt keine Jobs mehr oder was? Hä? Also manchmal ist das ein bisschen buggy. Ja. Geile Idee. Mal. Wir schieben das Auto mal. Oh. Hä? Hä? Was? Was? Hä? Sehr komisch. Ich muss erstmal aussteigen, Leute. Hä? Das ist ja bescheuert. Probieren wir es nochmal. Oh. Bleibe ich jetzt LKW? Das muss ich mir da anzeigen. Hä? Hä? Das ist ja seltsam. Hä? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Okay. Da wäre ich wahrscheinlich als nächstes hingefahren von der Position. Ich kann es nicht ändern, Leute. Das ist echt kacke manchmal. Also manchmal ist der Server echt low. Wie mit dem Stapler, da ging es ja noch, da hast du nicht so weit Anfahrt. Aber. Also irgendwie. So voll eng hier gemacht, Alter. Boah. Mega eng. Komm. Nee, hier kann ich nicht. Oh! Oh! Übergefahren. Kann ich nicht langfahren, das geht halt nicht. Ah, schön. Boah, Wahnsinn. Tschung. Tschung, tschung. Das ist schon lustig, echt. Wie viele Leute sind denn da? Für 294. Gestern waren es 321, also mein Rekord. Das ist echt, echt doof. Bisschen ist das echt blöd. Aber die werden keine gebannt. Du hast einen Job. Oh ja, wieso wieder? Wo kommen sie denn? Keine Ahnung. Das Polizei hat er weggeschoben, Alter. Das ging auf jeden Fall nicht. Ganz komisch. Keine Zeit jetzt hier. Was schuften? $1000 haben wir schon. Ja, das ist halt echt blöd, weißt du? Du kannst halt, wenn du Truck fährst, dann fährst du wie bekloppt. Das Trucker-Leben ist halt kein eigenes Leben. Manchmal technische Probleme, manchmal hast du eine Panne, manchmal gehen die irgendwelche Spiele auf den Senkel, manchmal schießt du auf die Reifen, ja, das übliche halt. Das gibt's zum Glück nicht hier, aber, also, ja, schon, aber, also würde ich zum Beispiel machen. Oh, es ist assi. Oh. Aber das ist ja relativ hier schwer auf den LKW zu schießen, weil die Reifen sind halt, ja, wie soll ich sagen, ja, kompliziert zu treffen oder schwierig zu treffen. Weißt du? Und boah, ätzend. Boah. Wow, Mann, ey. Oh, Scheiße. Boah, wie fahre ich denn heute? Also heute fahre ich wie Amateur. Ich guck da ganz halt hin und dann ganz komisch. Boah. Mann, ey. Zack. 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 Zack, zack, zack.
Zack, mach das. Und jetzt noch hier. So. Oh, Junge! Alter! Was ist los mit dir? Meine Fresse. Alter, die fahren mit dir bekloppt. Wäre ich da voll drauf gekommen, so wär's aus. Wie kann man denn noch so. Junge, wie kann man denn noch so fahren, Alter? Ich klemme mich da nicht, ich gehe auf die Fahrbahn. Wenn, auf dem Standstreifen stellen und fertig. Meine Fresse. Ist doch ätzend sowas. Ist doch echt ätzend. Mal was essen. Schokoriegel. Ganz locker flockig. So. Ich fahre auch wie Anfänger, also wie ein Bekloppter fahre ich hier. Wie weit ist es denn noch? 1 Kilometer. Okay, gut. Oh, wo kommt denn der her? Sorry. Ah, nicht so schlimm. Oh. Ah, passiert. Augen nach vorne, Kollege. Nee, Augen nach hinten. Der ist gut. Werde ich mir merken. Augen nach hinten. Du bist auch so Augen nach hinten. Geht schon verrückt, ey. Boah, es ist so schwer. Boah, Junge, wieso geht das Schild nicht kaputt? Ist auch seltsam. Weißt du, so welche. Manche Schilder gehen kaputt, manche nicht. Hä? Das ist bestimmt dieser quadratische LKW, den ich da habe, das ist bestimmt der erste. Ja, denke ich mal. Das wird wahrscheinlich unser erster dann sein, von den großen. Vielleicht müssen wir bis 1000. Oh, jetzt muss ich hier hoch, Alter. Boah. Junge. Das Fahrzeug ist zu schnell. Fahr mal gleich runter. Zack. Alter. 22 XP. Das ist nix. 6 Kilometer. 6 Kilometer fahren. Oh, da steht wieder ein LKW. Sag mal, was ist denn noch hier los, Junge? Ist denn nicht mehr drin, ne? Alter. Junge, Alter. Alter, es sind nur LKWs unterwegs. Es sind nur LKWs. Ey, ist doch nicht normal. Junge, gib Gas. Junge, gib Gas. Gib alles. Schwachkopf. Alter, musst du aufpassen, die fahren dich über den Haufen. Nee, kannst du die, also du kannst den LKW jetzt auch reparieren lassen, aber das ist manchmal so eine Glückssache. Manchmal klappt das nicht. Das ist ein bisschen so creaky, weißt du? Oh! Ich muss ja echt nach vorne gucken, also. Guck mal ein bisschen die Landschaft an. Boah, Alter, alle Minuten kommt hier einer. Alte Klappe, fahr weiter, Junge. Hey, wir müssen Platz machen. Ich bin was Besonderes. Sieht mich an. Boah, die Autos siehst du kaum. Ey, die siehst du erst übelst spät. Ist echt krass. Ey, was ist denn hier für Verkehr, Alter? Kommen übelst viele Leute entgegen, Alter. Ich weiß nicht. So, und die Insel ist riesig. Ja. Also, es ist echt krass. Boah. Oh, das schnüffelt. Das schnüffelt. Das ist ja richtig geil. Ja. Trucky. Alter, Truck. Was ist das da vorne? Totenkopf, okay. Wahrscheinlich dieser Fight Club da. Also wahrscheinlich Fighten oder so. Na, ja, auf jeden Fall. Geradeaus, noch 2 Kilometer. Wir kriegen immer so wenig XP, jetzt kann man nicht 100 geben oder so. Muss ich da wahrscheinlich Zeit oder so machen, wie beim Stabler? Weiß es nicht. Ich hube wie bekloppt. Nicht, dass hier irgendwann da entgegenkommt. Ich weiß es halt nicht.
Boah, echt krass hier, echt hart. Eine Waffe habe ich auch nicht dabei. Lalalala. Ey, wie lange dauert denn das mit diesem Truck? Dann hat er gesagt, dann geht das schnell. Was? Verstehe ich nicht, was daran schnell gehen soll. Ich habe dann nach der Aufnahmepause, wo ich mir den Aufnahmepause gemacht habe, habe ich dann noch weitergemacht, ein bisschen gerade Stapler. Ey, dann hast du hier 30 LKW, man, dann konnte ich endlich LKW fahren, habe ich schon die ersten zwei Touren oder drei Touren gemacht. Und jetzt bin ich schon bei der 10 oder so. Gefühlt eine 100. Alter, jetzt fährt er nur 76 hoch. Junge. Oh, der wird sogar langsamer. Alter. Junge, Junge. Wieder zurück. 4 Kilometer. Weiter hoch. Boah. Alter. Er sagt bis Level 3, sagt er. Ich weiß es nicht. Ob ich dann nach der Stufe die Aufträge aussuchen kann. Oder ob ich dann. Aber der Klapper hat Level 3 gesagt. Thomas, er hat gemeint, dann kann ich ab Level 3 kann ich die Aufträge mehr aussuchen. Kannst du gucken, was das teuerste ist, und dann fährst du hin. Fertig. Ich weiß halt auch nicht, ob man da schnell sein muss, weil die meisten Jobs werden wahrscheinlich schnell weg sein. Ich weiß es nicht. Oder ob der dann für jeden die gleichen macht. Das weiß ich halt nicht. Das ist halt die Frage. Boah, hier geht's richtig schnell, aber so richtig gefährlich. Ah, nee, doch nicht richtig, ist richtig. Alter, Leco Mio. Junge. Das war jetzt echt knapp. Oh, hier geht's echt fix. Und die Weglaterne weggerupt. Die war weg. Boah. Alter, ihr müsst aufpassen, die fahren sich wie die Bekloppten. Egal, Gegenfahrbahn. Der andere, hat mir der Thomas erzählt, der hat ja auch gegen Fahrbahn gewechselt, übelst viele Stände gehabt, 50 oder so, oder 10, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall waren das richtig viele. Krass. Und ich glaube nicht, ich habe nur wenig bekommen. Also. Ja gut, die können mich ja sowieso nicht kontrollieren, wenn ich im Job bin. Das wissen die, denke ich mal, die Cops, also können die nichts machen. Ja. Boah. Gleich da. Perfekt. Voll nächste. Rechts. Nee. Links. Boah, übelst gebremst. Also jetzt geht's wieder rein in so Bogen. Muss hier reinfahren, langsam. Lampe ist weg. War schon mal meins. Aber ob die diese Routen random machen oder ob das festgelegte Routen sind, das weiß ich halt nicht. Kann man nicht irgendwie hier raus? Ja, guck mal, das ist viel einfacher. Oh, der wird gesucht, Alter. Der ist rot. Der ist dunkelrot. Alter. Wie lange? 5 Kilometer. Ich weiß halt nicht, wie viele Touren machen. Vielleicht erst bei 1000. Oh. Ich weggeschossen. Der wäre weggeflogen, hundertprozentig. Das ist ja auch komisch, die Lampe. Ja? Total anderes Licht. Mit auf die Autobahn. Boah. Sprit. Okay, passt. Alter Schwede, das ist echt mega hart. LKW-Fahrer, der kennt kein Spiel, der fährt immer weiter. Und alles, was er gibt er alles. Immer weiter, die Ferne. Immer unterwegs. Stau gibt's zum Glück nicht. Das ist schon mal gut. Ich stell dir mal vor, du müsstest im Stau hier stehen, da bei so vielen Leuten.
Aber steht man bei 2000 Leuten, ich glaube, das ist dann schon too much, oder? Ich weiß es halt nicht, ob es da. Also ich weiß von den Franzosen, die haben 2000 Leute und ich glaube auch sogar von. Also von den Amerikanern, die haben auch so viele, wenn nicht sogar noch mehr. Die müssen wahrscheinlich klarkommen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Franzosen spielen. Ob die das genauso spielen? Ich denke mal schon. Ich kann leider kein Französisch. Dann hätte ich auch mitgespielt. So, ey. Oui? No? Ah, oui? Das war's, was? Ich kann auch mit oui? Oui? Weiß ich glaube, danke oder so, oder? Bitte. Oui? Ich weiß auch nicht, wie es geschrieben wird. Ich habe keine Ahnung. Lasst mich also Ruhe. Boah, hammerhart. Hammerhart, Alter. Könnte das sein? Hier, die fahren wie die bekloppt, Alter. Oui? Yeah. Hupen wie bekloppt. Das ist richtig hart hier. Richtig hart. Oh, wie schnell der fährt. Der gibt alles. Der gibt übel Speed. Oh. Oh. Der war langsam unterwegs. Boah. Gleich da. Ich hoffe, ich steige dann mal endlich auf, ey. Reicht ja langsam an Touren. Will schon mal hin, oder? Guck mal, das ist da drüben. Oh. Ups. Der war weg. Hab ich was beschädigt? Nö. Den habe ich weggekickt. Hab ich nicht drauf geachtet. Entschuldigung. Da kenne ich nichts. Ich war auf wie bekloppt. Boah. Oh. Aber laut Beschädigung ist was bei 73%. Boah, 11 XP. Ist ja nix. Wie jetzt? Oh, der muss bestimmt runter rein, oder? Nee, der fährt geradeaus. Komisch, komisch. Ist Kopf oder was? Was macht der? Und ich kann sauber. Was? Hoch zu viel lange in der Sonne gelegen, Alter. Richtig fett, weil der Motor hier vorne ist echt hart. Hier ist der 68. Ich glaube, das ist der berühmte Road in USA. Ich glaube ja. Hier geht's zur Reparatur. Warte mal. Guck mal. Passt sich bestimmt besser. Jetzt hat es geklappt. Nee, nicht immer. Ne? Nach Haus. Ne, geht nicht. Das ist ein Anschub so von hinten. Warte mal. Cousin. Warte mal kurz. Warte mal kurz, ich warte kurz, ja. Oder mach mal kurz vor mir. Geh mal kurz vor mir rein. Ich kann dich auch von hinten anschubsen, ja? Ja, wenn das geht. Ja, komm, stell dich rein, ich hole auf. Jetzt kommt der Amateur. Dann gib mal alles. Kommst du noch ein bisschen nach links? Warte. Stelle mich gerade hin. Jetzt aber auch nicht. Fuck es! Junge. So, jetzt bitte. Man weiß ja nicht, ob das irgendwas wird hier. Das bringt bis jetzt nichts, aber. Boah. Also theoretisch gesehen hast du ja eigentlich noch Platz, also. Aber ich komme halt nicht weiter rein. Ne, zwecklos. Trotzdem danke für eure Hilfe, aber es geht leider nicht. Schade. Dieses Auto ist jetzt doch, hat richtig, ganz richtig gebracht, Alter.
Entweder wussten die das, ich hab keine Eisigkeit, drauf geschissen. Bei dem anderen ging das, da konnte ich wunderbar smooth rein. Da, bei dem Felm ging das zu reparieren. Oh, wie manche fahren, Alter. Richtig hart. Ich weiß nicht, wie lange es fahren. Aber es war schon lustig. Aber ich helfe dir beim Schieben. Ich glaube, das geht nicht. Tiefer! Das geht nicht. Wieder Autobahn. Oh, hier. Erstmal Autobahn. Hui. Geht nur ein Anschubser. 10 km/h. Ob ich 100 komme, ob ich auch damit mitkomme. Ach, aber Ananas ist gut. Schön auf die Autobahn drauf. Boah, die soll ich jetzt befahren, Alter. Überall LKWs. Ey, da werden die bestimmt den Server da runter machen. Warum ich den kriege, den gelben. Ah! Halt! Ich muss. Ja. Vorne ist eine Stärke auch nicht. Machen die? Die machen die Bullen kalt. Zu schnell. Ja, ist ja gut. Wo jetzt lang? Zurück. Das ist schon mal gut. Rums. Hab ich Absicht gemacht. Ordentlich gesch. Oh. Bestimmt ein Fahndungslevel oder so. Was ist hier los? Fette Gegenrichtung. Ob die mich jetzt anhalten oder so? Ich habe keine Ahnung. Guck mal, da sind die nächsten Cops. Oh, da fahr ich jetzt voll nein. Jetzt kracht's richtig. Und du warst weg. Die kannst du gar nicht wegschieben, die Bullenautos. Das ist ja kacke. Nur wenn da jemand drinnen sitzt. Der mich gestimmt geguckt, Alter. Ich hab Absicht gemacht, voll weggekickt, Alter. Der hat mich auch öfters gerammt, Pech gehabt. Kackops. Der mich auch kennenlernen, Alter. Die werden unsere Gang fürchten oder unsere Squad. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen Squad und Gang. Für mich ist das dasselbe. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet überhaupt, Squad. Spezialeinheit vielleicht. Squad, denke ich mal, ist vielleicht für die Polizei oder so. Heißt das denn Squad? Ja, Squad, Gang. Staatsfraktion. Vielleicht ist das so eine Gruppierung oder so. Eigentlich ist Squad. Das hat mit Polizei nichts zu tun oder so. Zumindest in den USA ist es, glaube ich, so. Wir holen die Squad und dann kommen die angerückt. Bam, bam, bam. Die haben bestimmt geguckt nach dem Namen und dann. Ah, die schreibe ich mir auf. Na, die schreiben sich die Namen ja auf. Das, ohne Scheiß. Die schreiben sich die Namen auf, Leute. Das bist du echt am Arsch. Du kannst da auch nicht sagen, du hast das nicht. Die haben sich ihre Namen aufgeschrieben, schreiben es in den Polizeichat und dann. Bist du so nicht registriert? Du Scheiße machst, bam, kommst du rein. Und wenn du Stern hast, du hast Stern, du kommst trotzdem rein. Wir haben anscheinend schon nicht mehr im Gefängnis. Mensch, Wahnsinn. Fahren wir bestimmt zurück, oder? Nee, das ist zu weit. Ja, das ist zu nah. Guck mal, der fährt 160 maximal, also 100, ja, 160 mit bergab und so. Jetzt müssen wir hoch. Können wir schon mal ein bisschen abbremsen. Mit einer 100. Schöne 60 rein. So. Aber das Ding ist, das heißt, die schreiben sich das wirklich auf. Mist. Die machen sich echt die Mühe. Die schreiben sich die Namen auf und dann, ah, ist klar, der hat das gemacht. Bam, weg mit dem. Ich wäre ein guter Cop. Das wüsste ich. Ich würde mich auch bestechen lassen. Ich weiß nicht, ob das auffällt oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall immer zu tun. Ja. Immer. Immer volles Ballett. Immer zu tun. Immer richtig zu tun. Gebe ich dir Brief. War ich hier nicht schon mal? Klar war ich hier vor uns schon mal. Ah, ja. Genau, ich habe Fahndungslevel. Ja, genau. Das sag ich, ich hab so gesagt, Leute. Ich hab euch gesagt. Ich mach das Handy aus.